Zu der ersten Variante, da nehme ich gerade kurz die Übersicht, was wir dazu brauchen, was verwenden wir. Standardfunktionen, wir haben sie hier einmal aufgelistet. Das sind zum einen Darstellung von Daten, also Dokumentenbibliothek brauchen wir in einem Webpart, in einem Baustein. So der Jargon im Technischen ist da vielleicht ListView-Webpart, also wir stellen hier einfach eine Bibliothek dar vom System. Dazu wichtig noch nebenbei zu erwähnen ist, dass die Daten, die wir hier pflegen, die sind zentral irgendwo abgeleitet. Und ich gehe vielleicht da gerade mal drauf auf die DMS-Prozessdokumente. Die liegen alle in einer Bibliothek. Alles für jeden Prozesseigner liegen am gleichen Ort. Die werden sogenannt vertagt oder mit Stichwort versehen. Wir sehen hier die Spalte Prozess. Da wird hingeschrieben, welcher Prozess ist hier gültig und basierend auf dem Stichwort kann ich nachher Daten wieder anzeigen, eben auf dieser Prozessseite. Und das darstellen mit so einem Baustein, hier mit so einem Standard-Webpart. Dann brauchen wir ein Flowchart, beziehungsweise wenn das Flowchart darstellen, einen Prozessablauf. Wir haben hier dargestellt, also ein Top-Down-Flowchart, klassisch. Nicht nur mit Böckli und Pfeili, sondern auch noch mit Beschreibungen. Das basiert auf einem Template von der IOZ, wo wir sehr gerne auch in Betrieb nehmen, bei uns selber oder bei Kunden. Ist, finde ich, sehr übersichtlich. Stellt praktisch dar, alles, was wichtig ist zu einem Prozess. Ich hoffe, die Schweizer Kolleginnen und Kollegen verstehen mich trotzdem, wenn ich Hochdeutsch spreche. Genau, aber das wird schon klappen. Ich kann ja kurz nochmals da oben starten, ganz kurz. Wir verwenden als erstes bei der Standard-Webpart dieses Dokumentenbibliothek, Webpart. Da stellen wir einfach Dokumente dar. Wir verwenden ein sogenanntes Einbettungs-Webpart mit iFrame. Leute, die mit Webdesign verbunden oder verbandelt sind, die kennen das. Wir framen oder betten einfach so ein Flowchart ein innerhalb eines Office-Dokumenten-Tools. Das sehen wir dann praktisch und wir verwenden auch ein Personen-Webpart, das integriert ist in SharePoint, um eine Person darzustellen. Jetzt will ich da Sie nicht noch mehr auf die Folter spannen und Ihnen vorenthalten, wie die Prozessseite dann aussieht. Ich klicke auf der Übersicht auf den Personalprozess und dann kriegen wir hier angezeigt auf einer Prozessseite die wichtigen Dokumente zu diesem HR- oder Personalprozess. Wir kriegen den Prozessverantwortlichen. Mit diesem Standard-Webpart kommt ganz praktisch dann auch die Kachel mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter raus, sogar Chat. Das heißt, wenn ich ein Feedback habe für den Prozesseigner, dann kann ich als Mitarbeiter den gleich so kontaktieren und mein Feedback oder meine Frage hier eingeben. Was auch sehr praktisch ist natürlich bei diesem Standard-Webpart links hier bei den Dokumenten. Ich habe auch ein Kontextmenü. Ich kann hier diverse Dinge schon vornehmen. Hier sehe ich ein paar Menüpunkte, sage ich mal, zu viel, weil ich Bearbeitungsrechte an der Stelle habe bei diesen Dokumenten. Klassischerweise in unseren Lösungen sind diese publizierten Dokumente hier nicht bearbeitbar. Ich kann die also nur anschauen, ich könnte nicht umbenennen. Das können Sie sich kurz mal wieder ausblenden. Ich sehe aber auch Gültigkeitsdaten und so weiter und sogar eben noch eine Person, die hier verantwortlich ist. Ist wieder Prozesseigner. Weiter unten sehe ich dann das Flowchart selber, sehr groß angezeigt, damit ich das auch lesen kann. Ich kann da durchgehen und mir anschauen, wie der Prozess läuft. Ich möchte hier nicht zu lange verweilen noch bei diesem Flowchart. Was vielleicht hier noch speziell zu erwähnen ist, das ist auch eine Variante und da geht es auch darum, wie gefällt es mir, was ist für mich praktisch. Wir haben hier eine Visio-Datei, die wir anzeigen. Ich hier aufklappe, das ist dieser Personalprozess.vstx. Den stellen wir hier fix in diesem Webpart dar. Und wir haben integriert in diesem File, in dieser Datei, gleich noch weitere Unterprozesse. Also es geht von Personalgewinnung bis zu Personalaustritt, alles zusammen. Bedeutet, als Navigation für den Mitarbeiter ist hier gedacht, dass man fürs Vorstellungsgespräch einen Reiter weitergeht, dann habe ich den Prozess gleich. Ich kann da weiterklicken. So habe ich nicht groß Wartezeiten, wenn ich irgendwo im SharePoint noch was klicken muss. Ich muss auch technisch nicht viel aufbauen. Ich habe die Navigation sehr einfach aufgebaut mittels dem Visio-File selber, wenn ich
verschiedene Flowcharts anschauen will. Selbstverständlich ist jetzt dafür auch, dass ich alle Dateien zum Personalbereich hier auch anzeige. Das heißt, ich hätte alle Dateien hier zum Eintritt bis zum Austritt in dieser Übersicht hier drin. Jetzt vielleicht ein paar Worte zu den Vor- und Nachteilen von sowas. Ich gehe da noch einmal zurück. Die haben wir auch auf dieser Seite aufgelistet. Ich greife hier ein paar Stichworte auf. Vorteile sind sicher, es ist alles im Standard, was ich sehr gut finde. Man muss nichts dazu nehmen. Alles ist von Microsoft unterstützt. Wenn Sie ein Problem haben mit einem Webpart, das wirklich technisch bedingt ist, das auf der Plattform liegt, können Sie den Microsoft Support anrufen bzw. ein Ticket lösen und die Leute helfen Ihnen auch bestimmt. Sie müssen keine Angst haben, dass Sie abgewiesen werden, weil Sie irgendwie was dazu programmiert haben oder ein Drittparteientool dazu genommen haben. Dann sind die Webparts, diese Bausteine, sind sehr einfach zu administrieren. Sie können in die Seite klicken. Ich klicke doch mal in diese Seite hier. Das sind nur Text-Webparts. Sie haben Stifte. Es ist alles, ich sage mal, relativ selbsterklärend. Und wenn Sie es nicht verstehen, dann gibt es von der Microsoft selber Dokumentationen, um zu verstehen, wie das funktionieren soll. Jetzt, was sind vielleicht die Nachteile dazu? Ich möchte dazu parallel nochmals die Seite selber öffnen. Ich gehe da einen Schritt weiter, so, und mache die Seite auf. Nachteil ist, da gehe ich auf die URL oben. Ich habe garantiert pro Prozess eine Seite zu erstellen. Und alles, was zu diesem HR-Prozess gehört, also die Dokumente, die hier angezeigt werden sollen, das Flowchart, das hier angezeigt werden soll, alles muss sich in diesen spezifischen Webparts wieder individuell für den Prozess konfigurieren. Ich kann das vielleicht kurz anzeigen. Beim Bibliothekswebpart gehe ich hin und wähle die Personalansicht aus der Bibliothek aus. Dann werden mir die richtigen Dokumente angezeigt. Hier bei diesem Einbetten-Webpart wähle ich die Datei, die hier angezeigt werden muss. Von dem her technisch einiges zu konfigurieren, etwas aufwendig, wenn man alles für jeden Prozess machen möchte. Vorteil Handkehrum ist vielleicht, dass Sie viel Individualitätsmöglichkeiten haben pro Prozess. Sie können natürlich hier irgendwelche Webparts noch oder Bausteine dazu nehmen, Videos hinzunehmen in die Seite und alles so gestalten, dass es für Ihren Prozess wieder passt. Dann eben keine dynamischen Inhalte, heißt das alles fix programmiert, Darstellungsmöglichkeiten relativ individuell, einfach das, was Microsoft zulässt. Und das versteht sich jetzt auch von selbst mit meinen Erklärungen. Der Aufwand, wenn Sie Änderungen haben am Standard-Layout, dann an Ihren Vorstellungen, wie etwas sein sollte, der ist halt dann relativ groß. So viel mal zu diesen Standard-Webparts.